Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Northgard Part 4 ist das jetzt. Ja, wir bauen hier gerade einen Wachturm auf, dass die, wie heißen die nochmal, Dragur, uns nicht weiter das Leben zur Hölle machen. Ja. 160 Nahrung brauchen wir hierfür. Wir sind aber gerade dabei, das Feld aufzubessern. Was hoffentlich bald der Fall sein wird. Bauen wir hier einen zweiten Wachturm hin. Und wir müssen das ja noch kaputt machen. Dann kommen die nämlich nicht weiter runter. Oh, hier sind drei Dragurs drin. In diesem Gebiet. Und das macht halt Tees. Das lässt die halt im Spawn. Ne? Tees auch noch eins. Da sind mir Wölfe auf jeden Fall lieber. Oh, hier ist die Insel zu Ende. Ne, hier geht's noch weiter. Okay, hier sind Riesen, mit denen können wir später handeln. Moment, das sehen wir hier. Verhältnis zu den Riesen. Und dann kämpfen die auf unserer Seite. Das machen wir mal ganz in Ruhe. Erstmal das hier aufwerten. Super. So, was habt ihr? Was ist da? Die Mine ist ausgeschöpft. Dann mache ich mir eine zweite Holzverleute dahin. Ach nee, dieses Jahr wird es richtig kalt. Ich weiß nicht, soll ich es riskieren oder soll ich lieber warten? Also, weil wir jetzt richtig viel Nahrung gleich brauchen. Warte, ich mach mal Holz klar. Das ist wichtiger, glaube ich. Aus Holzfällerbude. Fuck! Scheiße, wir werden angegriffen. Schnell hier hin. Greift ein, Jungs, greift an. Richtig scheiße, was ist denn das, Mann? Von wo kommt der denn? Von hier, ne? Mann, was soll denn das? Die positioniere ich jetzt hier. Ich muss auch noch hier so einen Turm bauen. Ein Wachturm. Jetzt haben wir noch einen Arbeiter. Dann wird du mal kurz einen Bauer. Und so, jetzt kriegen wir die Nahrung dazu, das ist gut. Genau, jetzt noch eine Holzfällerhütte bauen. Ach ja, stimmt, die wollte ich. Die hätte ich hier schon angefangen. Was macht er? Achso, er ist ein Dorf. Genau. Baue das hier auf. Und die Holzfällerhütte können wir eigentlich upgraden. So, jetzt arbeiten da zwei und auch relativ produktiv. Ah, hier können hier sogar drei arbeiten. Das ist gut. So, einer von euch kann mir erstmal hier so ein 60 Holz brauchen wir dafür. Der ist doch fertig mit Bauen, der kann doch jetzt arbeiten. Also ist noch nicht ganz fertig. So. Gleich gibt es einen eisigen Winter. Weil da brauchen wir viel Holz. Auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Nahrung. Na, ich hoffe, das wird was. Jetzt mal knallen wir hier noch so ein Ding hin. Ja, du baust mir das auf. Ein bisschen Gas. So. Was ist das? Eine Steinmine. Steine haben wir keine. Gut, dann bauen wir die auch mal direkt wieder hier hin. Ihr beiden habt nichts zu tun. Machen wir das hier fertig. Du wartest hier und arbeitest dann da. Das Gebiet ist wichtig. Da haben wir ein Feld. Und sonst gibt es hier auch echt nichts, ne? Ja, hier oben. Das ist schon wieder echt uncool. Was gibt's hier? Fleiß. Alle Gebäude können nach ihrer Aufwertung an zusätzlichen Dokumenten zugewiesen werden. Das ist echt gut. Dann können wir nämlich. Da arbeiten nur zwei Leute. Was soll das denn? Da können ja jetzt vier arbeiten. Dann bringt mal ein bisschen mehr Essen ran. Arbeiten da jetzt schon vier oder? So, plus 15 Nahrung. Richtig gut, das ist wichtig. Holz haben wir plus 20.
Wenn wir das so bis zum Winter schaffen. Top. So, da hat der Winter auch schon angefangen. Ich glaube, wir haben das Richtige ausgewählt. Es ist Winter, wir verlieren nur ein minus 3. Wir haben hier ein paar fleißige Arbeiter. Was ist los, Leute? Okay, minus 5 und plus 5. Gleich setzt der Schneesturm ein. Ich lasse nochmal ein bisschen Holz füllen. Na, du kannst auch hier noch arbeiten. Du bist ein Holzfäller. Du bist ein Dorfbewohner, du kannst hier noch ein bisschen... Achso, die Mine ist voll. Ach, die müssen jetzt abgegradet werden. Da brauchen wir mehr Steine. Steinbruch kann man nicht aufwerten. Ach stimmt, weil der irgendwann verfällt. Hier ist ein Wald, da kriegen wir mehr Holz. Hier ist auch ein Wald. Der von 3 Wölfen bewacht wird. So, unsere Nahrungsposition ist... Oh, es wird richtig kalt. Es ist minus 16. Ja, aber es geht noch. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal einen Marktplatz bauen. Den knall ich mal hier hin. Und ein Handelsposten ist auch wichtig. Du baust mir jetzt hier den Marktplatz. Weil dann können wir nämlich den Riesen ein bisschen... unter der Hand ein bisschen Nahrung geben. Jetzt schneit es auch noch hier. So, der macht das jetzt. Super. Und danach machen wir das noch fertig. Dann kriegen wir nämlich Geld, also Gold. Halt, ne? Ich kann nur 3 Häuser bauen. Alter. Gleich ist es wieder Sommer. Und der will jetzt hier nicht angreifen. Unser Clan hungert. Wir haben kein Essen mehr. Freunde, das ist ganz schlecht. Aber die arbeiten doch hier schon. Mensch. Die reißen sich doch hier den Arsch auf. Und es wird Sommer. Und da seht ihr auch schon, die Wölfe greifen an. Aber unsere Holzfäller sind direkt zur Stelle und haben das mal eben geklärt. Er muss das mal kurz reparieren. Das ist ja jetzt am Brennen. Das ist so scheiße, dass die auch immer angreifen. Ah, wir kriegen das hin. So, repariert, dann können wir das hier hinten aufbauen. Ja, ja. Und wir haben wieder Nahrung plus 5. Holz. Plus 25. Ja, jetzt können wir mal gucken, ob wir uns das hier leisten. Jetzt können wir auf jeden Fall eine Handelsroute aufbauen. Achso, wir müssen Handel erst erlernen. Das wäre das hier. Naja, Freunde. Die Folge neigt sich dem Ende zu. Aber das machen wir noch kurz fertig. Geld geht auf jeden Fall auch ganz gut weg. Ja, da kann man sich nicht beschweren. Der Bau vom Marktplatz ist abgeschlossen. Achso, hier, Marktplatz. Da könnten wir 2 für 4, 3 für 6. Da kann man erstmal zuschlagen. Und ich glaube, so bekommen wir nämlich noch mehr Geld. Genau, da wäre 150. Jetzt haben wir auf jeden Fall Nahrung weniger. Ganz gerne jetzt 11 Nahrung. Ich würde auch ganz gerne den werten wir erstmal auf, das ist wichtig.
Den auch. Weil ich würde ganz gerne hier das Gebiet endlich freikaufen. Von hier kommt ja erstmal nichts, ne? Da könnten uns ein paar Wölfe. Oh, hier haben wir noch ein Gebiet. Wusste ich gar nicht, Mensch. Dann knallen wir da erstmal ein. Ne, knallen wir nicht. Da knallen wir erstmal eine Brauerei. Machen wir rein. Ich habe keine Dorfbewohner. Mist, dann nehmen wir dich mal hier. Komm. Ich werde mal kurz einen Dorfbewohner. Ne, geh wieder da rein. Die Mine ist nämlich gerade fertig. Das heißt, wir haben wieder zwei Dorfbewohner. Die man jetzt eben eine Spelunke betreiben werden. Hier, bauen wir das auf. Hier können wir was rausholen. Wo ist sie? Da, die muss jetzt mal kurz ein Speer werden. Na gut, das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin.